Wie arbeitet eigentlich die Lebensmittelindustrie? Das will sie jetzt allen Menschen erklären. Offen und vor allem ehrlich. Und weil sie es wirklich ernst meint, hat sie dafür extra einen Verein gegründet. Das finden wir toll. Und weil die Lebensmittelindustrie jetzt so ehrlich ist, hat Jürgen Abraham die Fernsehsendung Hart aber fair besucht. Der Jürgen, der macht in seiner Fabrik ganz viel Schinken. Und er ist der oberste Chef der ganzen Ernährungsindustrie. Der kennt sich also bestimmt gut aus. Und darum erklärt der Jürgen uns jetzt, warum das Fleisch im Supermarkt in eine Plastikschale verpackt wird. Und warum da etwas von Schutzatmosphäre auf der Packung steht. Deshalb wird dieses Mittel benutzt. Sauerstoff ist ja nichts Schädliches, um das länger frisch zu halten. Frisch aussehen zu lassen. Nein, genau, es bleibt auch länger frisch. Es bleibt auch länger frisch. Aber die Qualität an sich leidet nicht, wenn man das Verfallsdatum dabei berücksichtigt. Aha, Sauerstoff also. Sauerstoff ist toll. Ohne Sauerstoff könnten wir gar nicht leben. Das weiß ja jedes Kind. Und darum freuen wir uns über Sauerstoff. Und Fett und Eiweiß im Fleisch in der Verpackung freuen sich auch, weil sie mit dem Sauerstoff prima reagieren können. Und dann wird das Fleisch ganz schnell zäh und ranzig. Aber das Fleisch wird dadurch knallrot und sieht deswegen extra frisch aus. Und weil das so toll rot aussieht, kaufen das die Kunden, weil sie glauben, extra frisches Fleisch zu kaufen. Das freut die Lebensmittelindustrie. Aber Foodwatch freut das gar nicht. Und auch die Industrie weiß eigentlich, für die Kunden ist das keine gute Sache. Das schreibt sogar die Fleischerzeitung. Sauerstoff macht Fleisch zäh und ranzig. Der Jürgen aber sieht das alles ganz anders. Ich habe mich damit der Frage heute beschäftigt und ich habe mir das vorlegen lassen. Und es ist eindeutig so, dass die Qualität unter dieser Behandlung Sauerstoff nicht leidet. Ihr eigenes Branchenblatt hat Mist geschrieben. Das ist 3 Jahre alt. Die neuesten Untersuchungen, die ich heute gelesen habe, sagen etwas anderes aus. Ui, das interessiert uns jetzt aber doch. Darum haben wir schnell an den Jürgen geschrieben. Und wir haben ihn gefragt, welche Untersuchung das denn ist. Aber leider scheint unsere Nachricht unterwegs verloren gegangen zu sein. Also haben wir nochmal eine geschrieben. Um ganz sicher zu gehen, dass wir uns nicht mehrmals bei der Adresse verschrieben haben, haben wir auch bei dem Jürgen angerufen. Davon weiß ich leider nicht. Dafür bin ich leider nicht zuständig. Schade. Wir haben ihn nicht erreicht. Woran das wohl liegen mag? Und so hat er uns leider nie geantwortet. Und er hat uns nie eine Untersuchung gezeigt, die etwas anderes behauptet als alle bisherigen Untersuchungen. Nämlich, Fleisch wird zäh und ranzig, wenn es in einer Sauerstoffatmosphäre verpackt wird. Da könnte man ja glatt auf die Idee kommen, der Jürgen hat die Zuschauer angelogen. Das hat uns dann doch ein wenig ins Grübeln gebracht. Ist das die neue Ehrlichkeit der Lebensmittelindustrie? Oder arbeitet die Industrie vielleicht selbst schon viel zu lange unter einer Art politischer Schutzatmosphäre? So einer, die ihre Produkte und Ideen immer frisch aussehen lässt, obwohl sie ganz schön ranzig sind? Foodwatch meint, Schluss mit der Sauerstoffbehandlung von Frischfleisch. Unterzeichne jetzt unsere E-Mail-Aktion unter www.foodwatch.de/aktion-frischfleisch.